aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, wir sind unterwegs in der Version 1.32.2.49S oder so ähnlich. Die 49S ist wie die 47S dermaßen verbuggt. Es ist einfach grauenhaft. So, wie ihr seht, vom nächsten Auftrag müssten wir schlafen. Egal, wo ich mich schlafen lege. Es geht nicht, das Spiel stürzt ab. Dann habe ich gedacht, okay, machen wir einen Schwertransport. Innerhalb von Deutschland. Mache eine Schnellreise nach Dortmund. Das Spiel stürzt ab. Wir sind jetzt hier in Berlin. Ich hole mir hier mal einen Schwertransport nach Polen, glaube ich. Geht der? Polen, Russland? Ich glaube Polen. Und wir gucken mal, wie lange das Spiel hier tatsächlich stabil bleibt oder wann wir hier abstürzen. Schlafen, wie gesagt, können wir nicht. Ich hoffe, dass beim Annehmen der Fracht alles soweit zurückgesetzt wird. Ansonsten, ja, keine Ahnung, was sich SCS dabei gedacht hat. Was sie da, ja, verhackbuchselt haben. Jedenfalls war das, ja, GM, großer Mist. Es hat auch nichts mit den Mods zu tun, das stürzt mit oder ohne Mods ab. Es sind einfach gewisse Funktionen, die, ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, A, ob wir den Auftrag überhaupt annehmen können oder ob wir da schon rausfliegen. Und was passiert? Das ist jedenfalls unsere einzige Chance, dass wir irgendwie was machen. Ich kann natürlich die Schlafsimulation rausnehmen. Das ist mir heute auch noch eingefallen. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Was auch immer da versaut wurde. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Junge, Junge, SCS. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Baby hier kriegen. Wir gehen auf den Frachtmarkt. Hier gab es einen Schwertransport. Den hier wollte ich nehmen. Auftrag annehmen. Jetzt wird's spannend. So, da sind wir wieder. Also nicht mal das funktioniert. Ich probiere mal was anderes. Also das wird eine Folge der Bugs, ganz ehrlich. Nee, Aufliegerhändler will ich ja gar nicht hin. Ich möchte zum Aufliegermanager. Da will ich hin. Wir sind ja in Berlin. Warum fährt der jetzt mit unserem Trailer durch die Gegend? Den wollen wir jetzt haben. Das heißt, wir nehmen das einmal raus und nutzen den jetzt. Möchtest du das wirklich den gekühlt auswählen? Ja, will ich. Es wird eine Stunde dauern, da der Auflieger gerade im Eier. Ja, gut, dann nutzt ihn zu Ende und seh zu. Mal gucken, ob wir hier. So, nach dem zweiten Crash in kurzer Zeit bin ich dann wieder da. Ich bin jetzt einmal zurückgepatcht auf die 1.31er Version. Die letzte gültige müsste das sein. Und ich habe mir eine Fracht ausgesucht. Wir fahren hier ab Dortmund. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier nicht den Iveco, sondern den Scania. Das ganze Menü sieht natürlich anders aus. Und wir werden jetzt mal zu unserem Auftraggeber fahren. Musst du dich jetzt dazwischen mogeln, du Haken?
So, zu unserem Auftraggeber fahren und den Auftrag abholen. Wollen wir mal gucken. Wir haben 69 Kilometer vor uns. Ich werde natürlich schauen, wenn die nächste Beta drin ist, ob es dann wieder funktioniert. Also die 49 und auch die 47 sind quasi unspielbar, denn die Probleme, die ich dort gehabt habe, habe ich jetzt mit dieser 1.31 nicht. Wir sind jetzt auf der Original-Map unterwegs, quasi alles wieder beim Alten. Also was auch immer SCS da bei dem Update gemacht hat, es war Bullshit. Also anders kann man das definitiv nicht sagen. Ich weiß auch nicht, warum wir 69 Kilometer bis zum Auftrag fahren müssen. Upsa. Ja, aber hier sieht man schon jetzt die Unterschiede auch zu den neuen Sachen. Aber es ist egal. Vielleicht ist es nur eine Folge, die wir hier machen müssen. So, ich bleib mal direkt hier hinten dran. Hier haben wir jetzt auch plötzlich die ganzen... die ganzen Texturen drin, von den Penguin-Sachen zum Beispiel. Sind also nicht wirklich mit der 1.32 kompatibel. Hör mal, irgendwie nervst du mich. Ich kann da reingucken, da kommt nichts. Wir probieren es einfach mal. So. Boah, sind wir ja schmerzfrei, ne? So. Alter, was ist hier los? Dass eine Beta immer Fehler aufweist, war klar. Interessant ist nur, dass eben bis zu 41, ja, es hat eigentlich alles funktioniert. Dass man mal abgestürzt ist, okay, das passiert hier bei dieser Version auch. Dass aber im Prinzip überhaupt nichts funktioniert. Blöd, Mann. Das war jetzt Beamtenbeleidigung. Also wie gesagt, 47, 49 unspielbar. Kann man knicken. Da kannst du machen, was du willst. Und jetzt einfach zurückgepatcht. Und wie wir sehen, läuft es. Ich hoffe auch gleich... Ja, ich gehe... Was heißt, ich hoffe, es wird funktionieren. Wir können den Auftrag gleich annehmen und dann ist alles schick. Dann können wir fahren. Das war jetzt gern mit dem Iveco gemacht, aber egal. Wir haben übrigens jetzt auch wieder weniger Kohle, wie ihr seht. 748.000 sind es nur. Also, das ist ein sehr, sehr alter Spielstand hier. Aber gut. Die Kohle kommt ja schnell wieder rein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass morgen im Laufe des Tages tatsächlich auch dann entsprechendes Update. Hier sollen wir das Ding raus. Ja, ihr bekloppt oder was? Ich habe mir jetzt... Achso, nee, wir werden ja... So, ich habe mir was Schönes ausgedacht, was wir machen wollten. Und zwar wollte ich den da fahren. Auftrag annehmen. Fortfahren. Tanks wurden gefüllt. Alles wurde zurückgesetzt. Und wie ihr seht, es funktioniert. Ja. Was auch immer das hier für ein Ding ist. Ja, wird denn damit eine etwas längere Folge? Ich weiß nicht genau. Ja, ist alles gut, das kennen wir schon. Jetzt machen wir hier noch die Krawallleuchten an. Alles schick. Das ist schick, unser Scania, oder? So. Jetzt
Jetzt sehen wir mal, ob wir das Ding gezogen kriegen und ob wir das Highlight. 275 Kilometer haben wir vor uns. Ich mache mal Folgendes. Wir werden heute ein Stück fahren. 5 Minuten in etwa werde ich noch machen. Ich glaube, dann haben wir das Ende der Folge erreicht. Und dann gucken wir mal, ob es morgen ein Update gegeben hat oder nicht. Ich weiß, dass der Michael immer so, vielen Dank nochmal an der Stelle. Der postet ja alles, was neu und nicht nied- und nagelfest ist, sofort in die Community. Und da werde ich dann, ich denke mal, sehen, wenn es ein Update gegeben hat, dann lassen wir diesen Auftrag fallen erstmal. Oder machen wir den zu Ende? Mal gucken. Und schauen dann mal. Also das letzte Beta-Update und das vorletzte SCS war ein riesengroßer Flop. Unspielbar. Alter, da unten warten sie schon auf uns. Hui! Ich hatte ja jetzt gerade richtig Adrenalin, so im realen Leben das Gefühl von Geschwindigkeit. So, wir fahren jetzt hier raus. Hier rum. Es ist ganz toll. Was steht der da überhaupt rum? Ich denke, die sperren ab, die Affen. 3% schon wieder kaputt hier. Vor allem hier ist es so, dass tatsächlich die Dings noch, ne? Man sieht jetzt die großen Unterschiede, ne? Egal. Wir haben genug Geld. Können sie wieder anschweißen. Dann sollen sie die Straßen frei halten, Mann. Der da nicht so dämlich gestanden hätte, wären wir rumgekommen. So, 61 Dings rein hier, Tempomat, und dann gucken wir mal. Na, dann der nächste, ja. Alter Fall, da sollen sie Straßen dicht machen, so lange. Oder fahren wir die doch zu Ende? Wir wollen mal gucken. Es ist zwar eine lange Folge. Vor allem können wir checken, ob wir abstürzen oder nicht. Aber ich glaube eher nicht. Polizei. So. Ach, wisst ihr was? Jetzt sind es noch 200 Kilometer knapp. Da ziehen wir durch. Wird eine interessante Folge mit Schaden. Und vor allem, wenn dann morgen ein Update kommt, ich kann das morgen Abend einmal dann machen. Gibt dann immer frische, aktuelle Folgen. Ich bin nun mal so ein Beta-Freak. Ich teste das gerne aus, klar. Was ich nur nicht nachvollziehen kann, wenn eine Beta grundsätzlich läuft. Ich meine, man sieht in den Menüs und so weiter diese massiven Veränderungen, die es da gegeben hat. Aber wenn so eine Beta grundsätzlich läuft, was zum Henker baut man da rein, dass sie anschließend unspielbar ist? Und es liegt ja nicht mal an den Mods. So, wir sind jetzt in Kassel.
Warum stehen wir hier jetzt vor einer roten Ampel? Kann mir das mal einer erklären? Ich denke, wir können bei roten Ampeln durch. Ja, du hättest uns über die linke Spur ziehen können, Freund. Ganz auf Kastenbecks. Da hinten steht eine Garage von uns. Warum haltet ihr die nicht an hier? Ja, super. Ihr seid solche Helden, ey. Ja, alles schön durchlassen. Mann, 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 du. Wofür steht die Bullerei da? Man würde mich echt interessieren, wo ihr euren Job macht. Junge, Junge, Junge. Kommt nur noch Schrott an beim Kunden. Oh, Alter. Den haben wir gleich auch angeschoben. Der guckt hier mit 40 lang, ey. Leck mich. Ich fahre wie ich will. Eh alles kaputt. Warum blinkst du? Ich bin links auf, längs auf der linken Spur. Ich mache das, was eigentlich dein Job ist. Hier sehen wir jetzt auch die alten Auffahrten, ne? Bla, ja, wenn der mal was warnen würde, dann hätte es jetzt die zweimal diese Unfälle nicht gegeben, wenn die ihren Job machen würden. Aufliegerschaden schon wieder, wo sind wir jetzt gegengehaut? Schon wieder diese blöden Leitpfosten oder was? Aber mit dem Ding hatte ich schon mal meine Schwierigkeiten. Ich werde den später noch mal fahren. Haltet bloß den rückwärtigen Verkehr nicht auf. Ja, der nächste drin. Ey. Sag mal, wofür hat man euch? Wofür? Das möchte ich wissen. Ihr seid doch die letzten Penner, oder? Und morgen noch keinen Kaffee gehabt oder zu viel Wodka gesoffen oder was? Meine Fresse, ne. So, wo ist denn der andere Haken jetzt? Alter Schwede, Begleitfahrzeug, 10 Kilometer hinten dran. Kein Verständnis mehr für. Dafür nicht. Also hier haben sie, bei diesem Transport haben sie nur die richtigen Honks. Mal gut, die Polizei ist an der Stelle auch nicht besser. Die kriegen auch nichts abgeschirmt. Ah, ich bin schon längst. Bevor du so weit bist, ist Weihnachten. Wird's jetzt mal balde? Mein Gott, nee. Ja, dann. Sag mal, Leute. Was ist das für ein Vollpfosten? Ich glaub das nicht. Wo willst denn du jetzt hin? Können wir ein bisschen schieben oder sowas?
Begleitfahrzeug beschädigt, ja. Alter, du. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man sich drüber totlachen, nur ehrlich. So, fahr in Gottes Namen. Meine Güte, ne. Ach, Spurwechselmanöver steht bevor. Jetzt wechselt er denn doch mal. Kannst du nicht mal schieben, hast ihn gleich kaputt gefahren, den Pfosten. So, da haben wir eben mal eben auf der rechten Spur gestanden. Warum? Alter Verwalter, ganz frisch bist du nicht. Ich glaube, wenn ich ein Schwerlastunternehmen hätte und ich hätte solche Begleitfahrzeugfahrer da drin, die würde ich achtkantig rausschmeißen. So kann das, keine Fahrzeugbegleitung sowas. Wo ist denn der andere Saftsack? Da hätte ich jetzt fast einen Unfall provoziert, weil ich mal wieder die Tasten nicht in Ruhe lassen kann, ne? Sag mal, musst du 40 fahren? Ich krieg hier noch zu viel. Die Fracht ist zwischen den Begleitfahrzeugen zu halten. Da wäre ich ja jetzt nicht drauf gekommen. Da wohl Klamotten am Wegesrand rumstanden. Alter Schwede, du. Die Strecke fahre ich ja gerne normal, aber nicht mit den Leuten an Bord. Oh, nur weil ich langsamer werde, musst du nicht bremsen. Gib doch einfach Gas. Herrliche Folge. Mann, Mann, Mann. Ich krieg noch einen Herzinfarkt heute. Ja, danke. Jetzt quälen wir uns nämlich hier hoch. Ja, wie gesagt, gucken wir mal, ob es morgen im Laufe des Tages ein schickes neues Update gibt. Aber wie wir sehen, es stürzt nichts ab. Mit anderen Worten, die letzte und vorletzte Beta war
ja, bescheiden. Hoffen wir, dass es besser wird. So, eigentlich dürften wir um diese Uhrzeit mit dem Ding schon gar nicht mehr auf der Straße, obwohl wir haben Sonntag. Es gibt Sonntagsgenehmigungen, aber die darfst du auch nur oder die kriegst du auch nur in Ausnahmefällen. Hängt, glaube ich, irgendwie mit damit zusammen, wann die Ladung entgegengenommen werden kann, ob die gebraucht wird und so weiter. Solltest du nämlich unterwegs angehalten werden und die Polizei steht fest, naja, du musst nicht zwingend Sonntag mit dem Ding durch die Gegend fahren, dann bleibst du stehen. So, Chris ist wieder nicht erschissen. Das vordere Begleitfahrzeug warnt andere Verkehrsteilnehmer. Ja, alles klar. Komisch, ihm guckt er einfach der Nase rum. Jetzt kann er nicht schnell genug sein. Ja, und jetzt uns wieder ausbremsen. Ja, nee, ist klar. Kilometer noch vor uns. Ihr habt es bald geschafft. Mein Gott, ich habe noch nie so viel gemotzt wie in dieser Folge, ey. So. Guck mal, warum hält der den jetzt nicht auf? Gott sei Dank, dass wir die Affen gleich los sind. Wird echt eine lange Folge. Eieieiei. Da sind wir bald abgeschmiert, wa? So, da hinten ist das Ziel. Und wir haben 9% Schaden am Trailer. Ich schieb's teilweise auf die da vorne, beziehungsweise den hinter uns. Weil mit Absicherung hat das nichts zu tun.
meine, es ging ja gleich am Anfang in der ersten Kurve los, wenn man so will, ne? So schnell um die Ecke fahren, dass die verborgenen. Musst du jetzt hier stehen bleiben? Dass die verborgenen Sträger nicht sehen? Ja, nee, ist klar, wieder irgendwo angeht. Mir jetzt auch völlig wurscht. Was stehen die da rum, ey? Ehrlich. Nee, den kriege ich da auch noch reingefahren. So. Absatteln und jetzt gibt's die Schelte. Pass mal auf. Hm, 13.000. Nun denn. Ja, sehr katastrophal. Ich muss wahrscheinlich konzentrierter fahren, aber dann sind wir noch länger unterwegs. Gucken wir mal, ob es da morgen ein brauchbares Update gibt, um in der Beta weiterzumachen. Ansonsten sehen wir uns dann übermorgen in einer neuen Folge. Ich freue mich auf euch. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, kostet nichts. Und ich würde sagen, bis dahin, ciao, ciao.